Hallo liebe Freunde der getoasteten Unterhaltung, wir checken heute den iCook, den super iKocher mit Toasterfunktion, Dünstfunktion, iBratfunktion und packen das ganze Gelumpe erst einmal aus. Gibt's für 46,99 bei Amazon und ich freue mich, dass wir nicht so viel Plastik haben, sondern auch ein bisschen Pappe für unsere Papptonne, denn die hat auch regelmäßig Hunger. 1250 Watt boosten unseren Toaster mit der schlechten Anleitung und dem viel zu kurzen Kabel Richtung Mallorca Bräune. Und wir haben wunderschöne Toastscheiben, die wir natürlich durch diesen Regler regulieren können, diese Bräune. Wir haben eine Defrost-Taste, wir haben eine Aufwärmtaste und eine Auswurftaste. Und natürlich hier rechts im Bild unseren Dünster, Eierkocher, Brater. Und was weiß ich noch alles, was man damit nicht alles machen kann. Für mich kommt die Funktion des Kochens und des Spiegelei-Machens in Frage. Aber der Rest wird wahrscheinlich ewig in der Küchenschublade herumliegen. Aber egal, hier können wir direkt braten. Ist eine Anti-Haftbeschichtung. Und wichtiger, aber noch wichtiger ist das Toast. Es muss natürlich reinpassen, auch die großen amerikanischen Toastscheiben. Und das ist hier auf jeden Fall der Fall. Und vor allen Dingen werden die mittig fixiert. Denn haben wir diese mittige Fixierung nicht, dann hängt das Toast zur einen Seite, wird auf der einen Seite dunkel, auf der anderen Seite hell. Dieses Teil hier hasse ich wie die Pest. Diesen Aufsatz für die Brötchen oben, habt ihr gerade kurz im Bild gesehen, werden die steinhart. Aber egal. Wir machen den Toast-Test. Stufe 3 ist mittlere Stufe. Ziehen das Ganze runter, machen mal kurz den Auswurftest, ob das noch funktioniert. Ja, das funktioniert. Und dann würde ich sagen, toasten wir es mal und gucken, wie das Ergebnis ist. Parallel dazu machen wir unsere Eier. Die Milliliterangabe müssen wir der Anleitung entnehmen. Leider ist keine Eierzahl auf der Seite abgebildet, was ein bisschen schlecht ist. Wir müssen das Ei auch noch anpieken. Warum man das macht, weiß ich übrigens nicht. Ich weiß nur, dass man es macht. Aber da kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Eier rein, los geht's. Das Gerät entwickelt Hitze, es stinkt nicht und es hat auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Verarbeitung und hat auf Amazon übrigens im Durchschnitt 4 bis 5 Sterne. Auf Stufe 3 haben wir eine super gleichmäßige Bräunung. Es riecht gut. Ich würde sagen, erstmal lecker Ei und Brot essen. Ich persönlich gebe dem Gerät 4 von 5 möglichen Sternen. Klar, es ist ein cooles All-in-One-Gerät, es ist super verarbeitet. Aber der klare Nachteil, das Kabel ist viel zu kurz und es fehlt auf diesem Messbecher die Angabe, wie viel Eier, wie viel Milliliter. Kein Schwein guckt später in die Anleitung und sagt, ah, okay, ja, ich brauche 30 Milliliter. Also, das war's von mir. Wer sich dafür interessiert, ich habe das Ganze unter dem Video in der Infobox verlinkt. Und natürlich dürft ihr auch ein Abo dalassen. Bis dann, euer Paul Kramer vom Videocheck.